So richtig glauben konnten sie es nicht. Fassungslos erlebten die Tifosi in Rom das 0:0 gegen Schweden und das Scheitern ihrer Squadra Azzurra in den Playoffs. Italien fährt nicht zur WM. Eigentlich unvorstellbar. Für meinen Vater ist es hart. Er ist von 1954. Zum ersten Mal in seinem Leben wird er eine WM ohne Italien sehen. Das ist neu. Es fühlt sich nicht wie eine Niederlage an, eher ein Gefühl, ausgeschlossen zu sein. Es fühlt sich sehr komisch an. Zum ersten Mal seit 60 Jahren verpasst der viermalige Weltmeister also eine WM. An Rücktritt denkt der Nationaltrainer aber nicht. Im Moment gibt es nur eins, das ich tun kann, mich bei den Italienern entschuldigen. Aber ich will Ihnen auch versichern, dass es uns nie an Ernsthaftigkeit, Engagement oder Professionalität gefehlt hat. Und dennoch, wer im San Siro, diesem Fußballtempel in Mailand, nicht gegen Schweden gewinnt, der hat eine WM-Teilnahme auch nicht verdient. Ich bin vom ganzen Fußballsystem in Italien enttäuscht. So wie wir heute Nacht hier aufgetreten sind, darf man uns nicht erlauben, bei der WM teilzunehmen. Es ist das x-te Versagen in diesem Land. Selbst hier scheitern wir. Torwartlegende Gigi Buffon gab anschließend sein Karriereende in der Nationalmannschaft bekannt, ebenso wie Daniele De Rossi, Andrea Barzagli und Giorgio Chiellini. Eine WM werden sie nicht mehr erleben. Italien steht unter Schock.